Ent die 398, die wilde Jagd. Seien Sie vorsichtig vor Gesang und Lachen in den Backrooms. Es gibt Dinge, die im Licht mit fröhlichen Masken gehen. Sobald die Maske fällt, fällt sie mit Zaun und Klaue auf Sie. Halten Sie sich an die Schatten und laufen Sie zu den Ausgängen. Sei so leise wie eine Maus, wenn sie dich findet, werden sie dich töten. Lebensräume, Level 398. Verschiedene. NTT 398, die wilde Jagd, ist der kollektive Name der Jagdbanden von Entitäten gegeben, werden, die durch die Backrooms streifen. Mitglieder der wilden Jagd sind in ihren Aussehen unterschiedlich. Die meisten von ihnen haben eine Kombination aus tierischen und menschlichen Merkmalen mit Zähnen, Krallen, Federn und Fell, die mit Körpern, Gliedmaßen und Gesichtern vermischt sind. Einige haben jedoch Pflanzensubstanzen, die von ihren Körpern wächst oder aus anorganischer Substanz wie Gestein oder Beton hergestellt ist. Einige sind noch monströser mit Haut, die Licht absorbiert oder Sterne von unbekannten Himmel reflektiert. Obwohl einige wie wohlwollende Kreaturen aus verschiedenen Frontroom-Mythologien aussehen, ist jedes Mitglied schlau, grausam und in der Lage, einem erwachsenen Menschen mit bloßen Händen den Hals zu schnappen. Mitglieder der wilden Jagd gruppieren sich in der Regel zu Jagdbanden von 4 oder 5 Mitgliedern. Jedes Mitglied hat eine bestimmte Rolle in der Bande. Alle Jagdbänder sind gefährlich, aber diejenigen, die Trophäen aus menschlichen Haarknochen und Kleidung aus tätowierter menschlicher Haut zeigen, sollten besser vermieden werden. Jagdbanden durchstreifen die Backrooms und suchen nach Menschen, die als Beiter verwendet werden können. Sie können auf jedes Level gefunden werden, aber die Mehrheit der Sichtungen befinden sich in Leveln, die mit Level 398 verbunden sind. Es ist bekannt, dass die Mitglieder unerbittlich sind, Menschen über Level hinweg verfolgen oder andere Menschen imitieren, um ihre Beute zu einer Jagd zu locken. Seien Sie besonders vorsichtig bei frei verfügbaren Ressourcen in gefährlichen Leveln. Selbst wenn Sie verzweifelt sind, ist es wahrscheinlich das Licher, dass die wilde Jagd sie eine Falle stellt. Eine häufige Falle ist ein Rucksack voller Vorräte neben einer kürzlich verstorbenen Leiche. Die wilde Jagd wird die offensichtliche Todesursache vortäuschen und darauf warten, dass ein unwissendes Opfer das Rudel abholt und die Jagd beginnt. Während der Jagd verwenden die Mitglieder von der wilden Jagd einfache Waffen wie Bögen oder Speere oder andere natürliche Waffen, die ihnen durch ihre Anatomie gewährt werden, wie Zähne, Krallen, Tentakel, Reben und so weiter. Wie oben erwähnt, hat jedes Mitglied der Bande eine Rolle bei der Jagd, wobei die Überlebenden 3 Hauptrollen bemerken. Tracker, spezialisiert auf Navigation und Tracking. Viele dieser Mitglieder neigen dazu, Sinne zu haben, die sie viel stärker sind als andere bei typischen Menschen. Sie haben auch eine unheimliche Fähigkeit zu spüren, wenn Menschen no-clippen. Flushers, spezialisieren sich darauf, Steinbrüche aus ihren Verstecken zu spülen oder sie aus der Nähe zu töten. Diese Mitglieder verlassen sich im Allgemeinen für ihre Anatomie, um Beute zu töten. Rangers, spezialisiert auf Bogenschießen und Speerwerfen. Die meisten dieser Mitglieder neigen dazu, eine anthropomorphe Anatomie zu haben und können gelegentlich mit Menschen verwechselt werden. Die wilde Jagd hat eine rituelle Besessenheit, nicht nur die Jagd, sondern auch die Struktur der Jagd. Mit 3 Stufen kann kein Mitglied der wilden Jagd von der Struktur abweichen, ohne sich ernsthaft zu beunruhigen. Sobald ein Mitglied der Bande einen Menschen entdeckt, beginnt die Jagd. Die Jagd besteht aus 3 Phasen: Sichtungen, Verfolgungsjagd und Buchhaltung. Die Sichtungsphase ist die kürzeste und einfachste Phase der Jagd. In dem Moment, in dem die Bande einen Menschen sieht, wird der Haupttracker einen Schrei auslassen und die Verfolgungsjagd beginnen. Einige der Macken dieser Phase ist, dass die Jagdbande nur noch den ersten Menschen jagen kann, den sie sieht. Selbst wenn andere Menschen in späteren Phasen der Jagd auftauchen, wird sich die wilde Jagd nicht mit ihnen beschäftigen. Die Band hat 7 Tage Zeit, um ihren Steinbruch zu jagen und zu töten, obwohl es andere Methoden gibt, eine Jagd zu beenden. Aufgrund gelockerter Vorschriften sind nur Menschen, die Jungtiere tragen, und Menschen unter 16 Jahre von der Jagd ausgenommen. Alle Fälle von Wildereien sollten dem Jagdmeister im Hain gemeldet werden. Der beste Weg, um eine wilde Jagd zu überstehen, besteht darin, eine Jagd zu vermeiden. Vermeiden Sie Level, die in und aus Level 398 führen. Halten Sie alle Mobiltelefone stumm und tragen Sie keine Kleidung, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die 2. Stufe ist die Jagd. Es ist die längste und aufregendste Teil der Jagd. Sobald die Band einen Menschen im Auge hat, jagen sie ihn, bis die Jagd vorbei ist. Die Jagd kann von Stunden bis zu einer Woche dauern. Es sei denn, die Band gibt die Jagd auf. Das universelle Zeichen für eine Band ist, die die Jagd aufgibt, ist, wenn jedes Mitglied seine Waffe zerstört. Wenn Sie nicht sehen, dass jedes Mitglied seine Waffe bricht, ist die Jagd nicht vorbei. Die letzte Stufe ist die Buchhaltung. Wenn die Band entweder ihre Beute gefangen hat, die Jagd aufgegeben hat oder wenn der Steinbruch die Band getötet hat. Wenn der Steinbruch getötet wurde, bestimmt die Band, auf welche Trophäen jedes Mitglied Anspruch hat. Traditionell beansprucht der Jäger, der den Menschen getötet hat, den Kopf. Aber sobald der Kopf vom Körper gespalten wurde, wird die Band den Körper häuten mit besonderer Pflege und die tätowierte Haut. Die meisten Designs schließen sich einzigartig und darin enthalten Erinnerungen, die äußerst wertvoll sind.
Sobald der Körper gehäutet ist, werden das Fleisch und die Organe weggeworfen, um zu Aas zu werden. Aus denen werden Kreaturen schlemmern können. Gelegentlich wird das Herz jedoch von einem Jäger gehalten, der von wenigen Auserwählten als Delikatesse angesehen wird. Die Knochen werden von jeglichem Fleisch beraubt und unter den Jägern aufgeteilt, um sie in Waffen, Schmuck oder andere wichtige Gegenstände zu verwandeln. Steinbrüche, die wiederholt mehreren Jagden entkommen sind, werden stattdessen in den ganzen Grove zurückgebracht, um mit dem größeren Respekt und Ehrfurcht für eine gute Jagd gefüllt und ausgestattet zu werden, mit Ausnahme insbesondere eines Steinbruchs. Steinbrüche, die entkommen sind oder die Band getötet haben, die sie jagten, haben eine Gnadenfrist von einem Monat, um sich zu erholen, bevor sie wieder gejagt werden können. Wenn sie möchten, können sie sich im Heim erholen. Die Jagd zu überleben ist schwierig, aber nicht unmöglich. Wie die Menschen selbst sind die Mitglieder der wilden Jagd Beharrlichkeitsjäger. Sie werden ihre Steinbrüche auf allen Leveln verfolgen, umgehen dann von den meisten Umweltgefahren, sind jedoch nicht unsterblich. Gut platzierte Waffenschläge können sie töten, besonders wenn die Waffe aus, wir werden diejenigen ohne das Wissen der Vorfahren schimpfen, besteht. Die meisten davon kommt jedoch auf Glück an, wenn sie entdeckt werden, auf welchem Level sie sich befinden, die Ausgänge in der Nähe und die Menge an Vorräten, die sie zur Hand haben und so weiter. Es gibt jedoch eine Menge an Listen, was zu tun ist, falls sie entdeckt werden. Tun. Schritt selbst. Wechseln Sie zwischen Bewegungen und Verstecken, um sich nicht zu ermüden. Setze Fallen. Bereiten Sie sich im Voraus vor. Das Lesen von Seiten in General Public Database hilft Ihnen, Fluchtwege zu erstellen. Tragen Sie genug Vorräte mit, um eine Woche auf der Flucht zu halten. Nutzen Sie andere Entitäten zu Ihrem Vorteil. Obwohl es sich um eine gefährliche Taktik handelt, ist die wilde Jagd genauso anfällig für andere Wesen wie Menschen. Andere Entitäten können als Ablenkung dienen oder sogar ihre Verfolger töten. Nicht. Führen Sie sie zu anderen. Eine solche Fältigkeit ist für gute Jagd unpassend. Die Jagd im Hain ist verboten. Diejenigen, die es hier Leben schaffen, werden Gnade gewährt. Diejenigen, die sich freiwillig melden, werden belohnt. Gib auf, diejenigen, die sich zu ergeben, erhalten die Erfahrung, die Buchhaltung zu spüren, während sie am Leben ist. Es ist zu lange her, dass unsere Art kommuniziert hat. Verzeihen Sie meinen Vandalismus in Ihrer materialischen Databank. Aber Sie hatten ungenaue Informationen. Darüber hinaus hoffe ich, dass mir meine Hinweise hilfreich sind. Die Jagden in letzter Zeit waren langweilig. Jagdmeister Herne.